So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge Mind Test. Mind Test. So, mit der lieblichen Menümusik. Let's go. So, wir haben mit dem Keller soweit abgeschlossen. Das heißt, wir wollten jetzt anfangen mit dem Dach, soweit ich weiß. Genau, da hinten poppen schon die ganzen Kisten auf. Sehr nice. Ja, was wir hier machen, ich lasse das. Ja, genau, hier kommen ab und zu diese komischen Viecher durch. Ja, wir können absolut auch noch mal in den Nether gehen, gucken, ob wir da was machen können. Aber ich würde erstmal doch gerne mit dem Dach wieder ein bisschen weitermachen. Da haben wir jetzt soweit die Grundstruktur hier, die Querverstrebung haben wir. Wir müssen halt jetzt noch irgendwie ein Dach aufzimmern. So, und da müssen wir erstmal gucken, wie wir jetzt das Dach genau designen. Ob wir da so ein 45 Grad Winkeldach oder so ein 22,5 Grad Winkeldach nutzen. Oder einfach komplett Flachdach. Ja, wobei Flachdach, das würde schon hässlich aussehen. Ich glaube, ich würde fast mit 45, mit 22,5 Grad gehen. Weil so hoch wie das Haus ist, dann auch noch so ein großes Spitzdach rauf, das dürfte wahrscheinlich einfach too much sein. So, das heißt, was? Ja. Also müssen wir hier irgendwie eine Sandstrecke aufbauen, womit wir überhaupt wieder raufkommen da oben. Wenn wir hier runterfallen, by the way, tut das ganz schön weh. Müssen wir aufpassen. Ja, okay. Wir bauen erstmal diese Zwischenwände. Da brauchen wir erstmal. Ach ja, ist ja jetzt alles unten im Keller, ne? So schön wie sortiert, so schön sortiert wie Wasser. Geklärt. Wo haben wir noch mal? Nee, komm. Wir nehmen erstmal jetzt Holz. Da haben wir ja zum Glück mannigfaltig viel. Machen wir das aus dem Holz oder nehmen wir das Dschungelholz? Ich würde mal sagen, für die Seitenteile würde ich schon das Holz nehmen. Fraglich wird dann das Dach, also die. Ob wir da richtig Steinziegel benutzen für das Dach oder Holzdach wäre halt super lame. Dann müssen wir nämlich aber erstmal Sand, also hier diesen roten Sandstein finden. Weißt du was? Bevor wir jetzt hier irgendwie was machen, tue ich erstmal etwas, was schon längst überfällig ist. Bitte da. So, jetzt könnte keiner mehr rauskommen. Ha. Gefickt. So. Genau, das heißt, ja, genau, wir müssen erstmal auf eine Suche gehen nach Sand. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal hier Wüstensand gefunden hatten, irgendwo. Das heißt, ja, begeben uns einfach mal blind auf eine Suche danach. So, Äxte brauchen wir auf jeden Fall. So. Also eigentlich nur eine Axt, aber die ist ja schon hier tot, quasi. Ich nehme auch mal eine Schippe und eine Axt mit. Man kann nie wissen, was da kommt. So, Schwert. Ja, gut, das schöne Diamantschwert haben wir halt völlig umsonst gemacht. Da hatten wir, glaube ich, zwei Diamanten gefunden und haben die dann extra hier für so ein Schwert verwurstet. Obwohl wir jetzt doch die ganze Zeit mit dem Goldschwert kämpfen, weil das selbst reparierend ist. War schon irgendwie ziemlich Overkill ist. Aber gut, ist halt so. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Nahrung. Wo war denn das? Ah, nee, halt, wie ist ja. Nahrung ist ja hier. So, wo war jetzt das Gammelfleisch? Ich hatte noch ganz viel Gammelfleisch. Nee, hier ist alles mit dem Beten.
Achso, genau, hier oben war Fleisch. Ah, was? Sie haben. Hat so alles aufgebraucht gehabt? Oh. That's sad. Stimmt, wir hatten bloß noch 6 gehabt. Ja, klar, doch, genau. Wir brauchen mehr Gammelfleisch. Gut, dann müssen wir also uns auf jeden Fall auf der Suche nach Zombies machen. Auf dem Weg. Ich würde gerne eine Werkbank und ein Bett mitnehmen. Also die Standardsachen. So. Müsste alles hier irgendwo gewesen sein. Da war schon mal das Bett. Und die Holzdingsbums da. Also die Werkbank war ja hier. Hier. Oder da. Oder da. Oder. Wo war die denn? Die hieß ja Fleisch. Hatten wir die nicht bei Holz mit reingemacht, weil es doch ein Holzblock quasi ist? Nö, tatsächlich hier mit drinne. Lol. Okay. So. Ach so. Ja, ich nehm auch nochmal ein Holzboot mit. Weil wir sind ja hier relativ viel von mit Wasser umgeben. Holzboote haben wir noch keine. Okay, das heißt, dann bauen wir uns mal schnell eins. Beziehungsweise, wir hatten doch zwei Kiefernholzboote. Aber die haben wir denn, haben wir die nicht hier reingemacht, weil die aus Kiefernholz waren? Ich bin verwirrt. Hier ist auf jeden Fall keine. Wir hatten doch zwei, oder? Ach, klar, bei Werkzeugen. Weil die ja im weitesten Sinne ja eigentlich keine Werkzeuge sind, aber hey. Okay, let's go. So. Hätten wir das schon mal. Hier ist alles noch am Wachsen. Da ist ein Schwein. Ja, jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen wir? Ich würde mal sagen, wir gehen tatsächlich einfach in die Richtung immer geradeaus. Ich weiß, wir waren schon mal in die Richtung unterwegs, aber in die Richtung glaube ich noch nicht. Jetzt wird es natürlich gerade dunkel. Das heißt, wir pennen jetzt einfach direkt mal hier. Okay, ist noch dunkel genug. Dann drauf geschissen. Immer diese. Was ist mit diesen Köpfen los? Was ist mit diesem Curve Game los? Das ist ja schlimm. So. Oh, da kommt schon der erste Monster. Der muss doch, ja. Wollte gerade sagen, der muss doch schon spät genug sein, dass ich schlafen kann. Wird sogar schon Monster kommen. Aua. Komm her. Dankeschön. So. Ich liebe diese Schatten. Die sind so gut. So, wir müssen jetzt immer parallel längs Quadrat zur Sonne laufen. Ich werde aber vielleicht doch mal ab und zu, weißt du was? Komm mal her, du schöner Baum. Wir werden uns mal ab und zu so eine Wegpunkte setzen. Was machen wir denn hier gerade? So. Du kommst nach da und du kommst nach da. So. Haben wir das auch. So, die beiden machen wir auch mal wieder weg. Einfach weil die so scheiße hässlich aussehen. Wo kam gerade dieses süße Geräusch her, was auch immer das für ein Geräusch war? Wer weiß. So. Wir werden einfach immer mal so eine Holzpenisse überall hinstellen. Wieso haben wir ein 64, wie ein 4. Wieso haben wir so viel Holz dabei? Ach ja, ich wollte ja das Dach. Wir wollten ja eigentlich das Dach. Warum gehe ich jetzt. Ach ja, wegen den Ziegelsteinen. Wegen den Dachsteinen. Deswegen. Aber ich habe das Holz schon dabei. Ja, egal. Easy. So, wir werden mal ganz viel Holz nehmen. Bam. Hätte ich gar keine Bäume fällen brauchen, ne?
So, dann werden wir einfach mal hier ab und zu so ein bisschen Holz hinsetzen, damit wir später wissen, aha, das war die Flucht, in die wir gelaufen sind. Weil wir werden nicht perfekt gerade laufen, und wenn wir dann später irgendwann da hinten lang laufen, weil wir 100 Blöcke off sind, dann wäre es halt schade, dass da über so viel Fleisch liegt. Wenn wir dann damit mal so am Hausrand vorbeilaufen. Sind denn auch Fleisch? Ja, da sind auch Fleisch. Hier ist noch mehr Fleisch. Oh. Ich habe gehört, wir werden Vegetarier. So, wir sollten mal so weit nicht so viel rennen, sonst brauchen wir verdammt viel Lebensmittel. Und das nicht gut. Viermal Fleisch. Problem ist, wir kommen da unten nie wieder raus. Egal, da ist auch so ein Schacht. Komm, leck mich am Arsch, wir gehen da rein. Der Schacht hat mich überzeugt. Die Frage ist, kommen wir jetzt hier, wenn ich jetzt hier runterspringe, kommen wir dann zum Schacht. Ja, sieht gut aus. Gut, dann springen wir mal hier runter. So. Aha, ja, aber auch gleich mal Kohle. Und direkt eine schöne Kiste. Gut, das ist schon mal relativ useless. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben keine Fackel mitgenommen. Ja gut, das ist natürlich interessant. Was? Ich dachte, jetzt fällt ganz Zeug hier runter. So. Oh. Das war jetzt vielleicht gar nicht so clever. Oh. Ich sehe hier einen Scheiß. Und ich höre Monster. Keine gute Kombi. Weißt du was? Ich brauche mal hier ab und zu mal eine Fackel. Damit wir an dunklen Orten uns mal ein bisschen leuchten können hier. So, hier zum Beispiel. Achso, ist hier einmal. Hast du was? Wir nehmen hier hinten die Fackel auch noch mit. Das hier ist die einzige. Die lasse ich mal da, damit wir später wissen, dass das der Gang ist, wo wir bereits waren. Aber die nehme ich mal mit. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So, hier sind wir gerade von da nach da lang gelaufen und Mehrzwecke gibt es hier gar nicht. Okay, das geht noch relativ schnell. Gut. Dann verlasse ich auch wieder diesen tristen Ort. Frage ist jetzt natürlich, warum ist es so scheiße dunkel? So. Jetzt können wir den Scheiß hier weggraben und dann direkt noch mehr Kies. Weil ja Kies auch genau das ist, was wir jetzt die ganze Zeit gebraucht haben, ne? Ist ja nicht so, als wenn wir davon schon 300 Milliarden Stacks hätten. So. Ich leuchte noch mal hier, mal gucken, ob hier noch was Schönes ist. Oh. Ich dachte, da geht es hoch irgendwie zum Wasser, aber da ist bloß ein Wasserblock. Ansonsten ist es da unten. Wow. Eher ungemütlich. Gut, das heißt, wir. Kann ich die Fackel nehmen, ne? Doch. So, dann verlassen wir diesen Ort hier wieder. Die Frage ist nur, wie. Gehen wir mal nach hier. Du Scheißstein, du. Aber. Geht doch. Nein. Und es ist tatsächlich so, wenn die Axt bricht, bekommt man das Material nicht mehr, was man gerade abgebaut hat. Das ist ja total behindert. Sehr traurig. So, wo kommen wir jetzt am dümmsten hoch? Ich würde mal sagen,
Tatsächlich, hier so. Ah. Machen wir so hier. Ne, hier kommen wir auch nicht weiter. Das ist ein komischer Ort hier. So, was? Wie jetzt? Perfekt. So, sehr schön. Ja. Die Schweine, da lasse ich einfach mal Schweine sein und dann machen wir es mal lieber weiter auf den Weg. So, das ist Schaf. Schafe nehmen wir aber mit. Ah, nee, ist ein Schwein. Sag gerade, wie diese komischen Streifen da, wie die komischen Schatten. Sah so aus wie so Schafswolle. Genau, da hinten waren wir nämlich schon ein paar Mal. Da waren ja auch diese komischen Tore. Mal gucken, was in die Richtung kommt. Ach ja. Eine schöne Gegend. Hier mal mit dem Euro Truck Simulator spielen, also mit dem LKW lang fahren. Ah, das wäre schon geil, so schön Straßen bauen und dann hier einmal aber ab durch die Walachei. Wäre schon cool. Was ist das denn da? Ah. Sieht so aus, als wenn jemand ein Haus abgetragen hätte. Aber nee, ist einfach nur eine Schlucht. Noch ein bisschen Kohle für mich. Und ein bisschen Fleisch. Das Gute. Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern. Dafür genug andere Giftstoffe. Oder Gammelstoffe. Ob wir da oben mal reingehen? Ach cool, das ist natürlich der Aufgang. Ein Auf Weg, ein Auf Stieg. Dann würde ich aber erstmal doch hier so einen Kackstift hinsetzen. So, hier ein bisschen auf die erhöhte Plattform und dann 1, 2, 3. Und am besten noch so. Damit wir wissen, in die Richtung müssen wir laufen. Wenn wir irgendwann zurückfinden wollen. So, da steht ein Pferd auf dem Flur. Das ist doch richtig schöner Aufgang da. Easy, ist ja wie für uns gemacht. Das kann doch kein Zufall sein. Das muss göttliche Fügung sein. Oh, dann sind Bären. Die nehmen wir auch mal mit, weil wie gesagt, essensmäßig sind wir jetzt relativ schwach unterwegs. Das heißt, wir nehmen natürlich alles, was wir kriegen können. Perfekt. So. Okay. Oh, das Eisen. Und Wasser. Und Dunkelheit. Licht und Schatten wechseln geschwind. Licht und Schatten sind wie Blätter im Wind. Ganz schön dunkel hier, by the way. Ja, genau, Schatten und so, ne? nö. Hier ist sonst nichts Interessantes. Oh, Eisen. Eisen. Nicht, dass wir Eisen brauchen. Ich sollte meine Spitzhacke mal lieber. Weil wir haben noch die eine.
aufheben für Sachen, die da wirklich sinnvoll sind. Zum Beispiel halt unser wunderschöner Sandstein, den wir hoffentlich finden werden. War ein bisschen Pferd drin. Was macht denn das da? Aber ich würde trotzdem gerne mal hochgehen, weil es hier so verdammt gut aussieht. Okay. Viel weiter geht es hier gar nicht lang. Na gut. Sehr schade. Gibt es hier sonst irgendwelche interessanten Sachen? Irgendwelche Kohlevorkommen? Mannigfaltige Eierenten zum Beispiel. Das sieht doch aus wie schön viel Kohle. Ja, die drei können wir dann mal lassen. Gut. Schöne Gesteinsformation hier, aber ansonsten verlassen wir den Ort mal wieder. Das Schaf nehmen wir noch mit. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Raus aus dieser tristen Landschaft. Ja, wir laufen mal hier dran vorbei. Weil das ist auch Wasser. Sollten wir ab hier vielleicht das Boot nehmen? Wobei da hinten geht es auch nicht wirklich weiter auf dem Wasser, ne? Da sieht es sowieso aus wie eine relativ hohe Schlucht, wo wir nicht wieder raufkommen. Die Frage ist also, wo überqueren wir am besten? Hier zum Beispiel könnte man gut raufkommen. Weißt du was? Dann nehmen wir das am besten auch gleich mal hier. So, mit etwas Glück kommen wir nämlich hier nach hinten drüber. Mal gucken. Immer jetzt, wenn du so versuchst hochzugucken, aber dabei natürlich in-game deine Perspektive gar nicht veränderst, ist dann so ein bisschen Selbstverachtung, die dann immer mitschwingt, so im Nachhinein. Aber gut. Man kommt halt aus seinen menschlichen Angewohnheiten nicht raus, ne? Oh, so viele Bären hier überall. Es ist halt so schön mit diesen Sträuchern. Gut, man könnte euch jetzt natürlich sagen, klar, wenn man schon so Sträucher einfügt. Oh, nee, wir kommen hier scheinbar nicht rüber. Doch, wir kommen hier rüber. Da. Dass man da ein bisschen mehr Abwechslung machen könnte mit Beeren. Also, dass es halt nicht nur eine Beerensorte gibt, die überall wächst, sondern halt, ne, so rote, dann halt Blaubeeren. Und so. Aber ich meine, hey, so geht's ja auch. Wir finden zumindest auf jeden Fall schneller Beeren, als wir hier Fleisch finden. Wow. Gehen wir hier rüber oder? Ich mache auf jeden Fall mal hier auf diesem Punkt einen Marker. Wir sehen natürlich von hier aus den anderen Markern nicht, ist aber egal, weil diesmal sind wir so clever und machen ja eine Position hin, so, damit wir wissen, in welche Richtung wir laufen müssen. Und wenn wir in die Richtung gehen, dann finden wir den anderen Marker auf jeden Fall. Von daher brauchen wir keinen Sichtkontakt mehr, so wie letztens. So, jetzt ist die Frage. Oh, es ist by the way. Bevor wir wieder Monster kommen, machen wir mal direkt mal hier Mittagspause. So, hier schön geschützt. Was ist denn das? Ach. Ja. So. Schnauze. Okay. Dann gehen wir mal über den Berg. Na, besser in der nächsten Folge. Könnte ein bisschen dauern, bis wir da drüber sind. Gut. Dann, so. Also gucken wir mal, ob wir da möglichst günstig über den Berg kommen. Wobei, so steil sieht er nicht aus. Also ich glaube mal, da kommen wir locker drüber. Von daher, bis dann.